Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit. So sieht es also aus, das neue HTC One. Und bevor genau das hier passiert, möchte ich nämlich gleich den ersten Trick verraten. Tada, Doppelklick. Ganz einfach, wie man es vom LG G2 beispielsweise her kennt oder auch von einigen Windows Phones. Und dann kann ich das Gerät anschließend so aus dem Standby-Modus holen. Jetzt hier ist es natürlich von den Demonstrationen beansprucht. Ich kann übrigens auch noch etliche weitere Wischgesten hier vorne produzieren. Beispielsweise von oben runter starte ich die Sprachsteuerung, Doppelklick, dann verlasse ich das Ganze wieder. Oder von hier unten, dann gehe ich in die zuletzt genutzte Anwendung. Jetzt habe ich hier natürlich nichts geöffnet gehabt. Wenn das beispielsweise der Browser wäre, ich schalte nochmal aus. Wie gesagt, Wischgeste von unten, tadam, lande ich im Browser. Also da hat HTC sich einiges einfallen lassen. Vor allen Dingen muss ich aber auch sagen, ich finde ja die Optik wieder sehr gelungen. Vom ersten One war ich ein Freund. Das war Liebe auf den ersten Blick und vielleicht das mal daneben zu legen. So sah das ja aus. Das heißt also eher so ein helles Silber, aber hier ist im Prinzip alles gleich geblieben, wie man auch sieht von der Optik her. Das ist wieder Aluminium Unibody, allerdings jetzt in so einem dunklen, ja Gunmetal Grey nennt sich das Ganze. Diese Farbe soll es dann aber auch wieder geben und eine goldene, exklusiv bei O2 und im freien Handel in Deutschland. Aber das viel Entscheidendere meiner Meinung nach ist nämlich, dass sich jetzt dieses Metallgehäuse hier auch überall um den Rand hier herumlegt, bis vorne zur Glaskante und das Ganze also wirklich auch kein Übergang spürbar ist. Und das war ja noch hier beim ersten One auch schon sehr edel gemacht. Und ich kann ja mal ein bisschen näher drauf gehen, damit man das erkennen kann. Aber da ist ja hier noch so eine Art, ja, wie ein Plastikstreifen eingelassen. Sah schon gut aus, aber wenn man das jetzt mal bitteschön vergleicht hierzu, sieht das einfach schon mal sehr viel edler aus. Und vor allen Dingen, es fühlt sich auch viel besser an, weil eben halt hier ein nahtloser Übergang zum Rand ist. Das biegt sich da so handschmeichlerig geradezu da so hier herum. Liegt also ganz hervorragend in der Hand, zumal auch von den Maßen her sich gerade in der Breite, und die ist ja immer das für die subjektive Erscheinung, wie groß ist ein Gerät, immer das ganz Entscheidende, sind es knapp 2 mm, die es breiter geworden ist. In der Höhe sind es 9 mm, aber die spürt man halt nicht so. Und auch von der Dicke her exakt identisch geblieben. Da messe ich hier am Rand 5,5 mm und an der dicksten Stelle in der Mitte sind es 9,6. Die weitestgehend hier überall sind es 9,2 mm und das war auch exakt das, was ich hier beim ersten One so hatte. Von daher wirkt es subjektiv, auch wenn es ein bisschen schwerer ist mit 160 Gramm, fast eigentlich liegt es noch besser in der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich optisch ein Genuss und haptisch ebenso. Und wenn wir sowieso schon dabei sind, kann ich auch gleich nochmal hier drauf zu sprechen kommen. Da sieht man nämlich jetzt, ich hoffe, man sieht es, 2 LEDs. Oben eine weiße, unten eine bernsteinfarbene, sag ich mal. Und das kennt der ein oder andere vielleicht vom iPhone 5S her und macht nämlich auch genau das Gleiche hier. Nämlich, dass die Lichttemperatur des Umgebungslichts analysiert wird und dementsprechend wird die Blitzfarbe angepasst. Das soll vermeiden, dass man beispielsweise jetzt so ja, Zombie-Gesichter bekommt, wenn dann Gesicht angeblitzt wird und das so schneeweiß ist. Das sieht dann immer so krank aus. Das soll halt also helfen, ein bisschen bei Blitzeinsatz das Ganze zu optimieren, die Bildqualität. Auf das andere komme ich zum Schluss. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen hier auf die Front eingehen. Da haben wir nämlich jetzt auch wieder diese typischen Stereo-Lautsprecher hier vorne. Die will HTC noch optimiert haben, also größerer Klangkörper, neuere Verstärker soll 25% lauter sein und vor allen Dingen jetzt auch Höhen und Bässe noch mal deutlich besser rüberbringen, als das bisher der Fall war. Und das war ja auch schon eine ordentliche Leistung hier beim One. Aber es ist natürlich, man sieht, wie schnell man sich an sowas gewöhnen kann. Ja, mit Doppelklick ist hier halt nichts beim Alten. Da muss man dann leider Gottes hier wieder rauffahren. Trotzdem ganz kurz nochmal ein vergleichender Blick aufs Display. Es ist Full HD geblieben, aber statt 4,66 Zoll in der Diagonale sind es jetzt 4,95, also knapp 5 Zoll. Das macht in der Fläche etwa 5% mehr, wobei man natürlich dazu sagen muss, ich hoffe, man kann es erkennen, hier unten, da hat sich jetzt ein bisschen was geändert vom Prinzip her, dass da nämlich jetzt hier ja früher diese Steuertasten außerhalb des Touchscreens lagen, so muss ich es, glaube ich, eher hinlegen. Und die sind jetzt verlagert worden als Softkey-Bestandteil des
des Bildschirms. Und dadurch kann man natürlich sagen, ja, okay, beispielsweise jetzt hier unten im Browser geht dieser Platz verloren. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt beispielsweise mal ins Blinkfeed hier reingeht, je nachdem, wie die App programmiert ist, kann die auch durchaus ja, durchsichtig, transparent sein. Oder beispielsweise hier in der Kamera, da werden die komplett ausgeblendet, bleiben nur noch diese kleinen weißen Punkte übrig, die ja dann auch wirklich nicht stören. Das heißt also, wer jetzt beispielsweise sich denkt, ja, vielleicht bei Games könnte das stören, das kann halt entsprechend in der App, wenn sie so programmiert ist. Und das sind ja nun mal die offiziellen Vorgaben von Google zu insbesondere zu Android 4.4. Das ist halt hier jetzt umgesetzt worden. Das wird sich wahrscheinlich jetzt überall durchsetzen. Aber es ist halt ein kleiner Unterschied in diesem Augenblick hier. Dafür kriege ich aber natürlich sehr viel mehr auch geboten. Ist jetzt der Snapdragon 801 drin. Hier war ja beim ersten noch der 600er mit verbaut. Also das ist jetzt wirklich schon fast zwei Generationen mehr. Vier Kerne, A2,3 GHz und weiterhin unterstützt von 2 GB Arbeitsspeicher, allerdings auch mit einem stärkeren Grafikprozessor, dem Adreno 330 statt dem 320er. Also das sollte doch einiges mehr unter der Haube haben als der Vorgänger. Und vor allen Dingen gibt es jetzt, Moment, tada, hier drüben, das ist ja, glaube ich, für viele die wichtigste Neuerung. Jawohl, da gibt es einen kleinen Schacht und da kann ich eine SD-Karte reinpacken, MicroSD. Das heißt, ich kann den internen Speicher jetzt endlich erweitern und zwar gleich auch bis um 128 GB. Das sollte, glaube ich, dann wirklich auch für die größte MP3-Sammlung reichen, dass man die immer dabei hat. Und wenn wir schon mal hier drüben öffnen, dann kann ich auch gleich mal die andere Seite zeigen. Da haben wir nämlich jetzt hier den Slot für die Nano-SIM, also diese ganz, ganz kleinen. Das heißt, gegebenenfalls braucht man da eine neue Karte. Die kommen halt hier an diese Stelle rein. Und das ist natürlich jetzt auf der einen Seite ein kleiner Nachteil, das heißt zum Austauschen von SIM-Karte und vor allen Dingen SD-Karte, was ja häufiger mal passieren kann, brauche ich halt immer so einen PIN, den muss ich dann mit dabei haben. Aber auf der anderen Seite finde ich es ehrlich gesagt immer noch besser, diese Lösung als irgendwie so eine blöde Plastikkappe jetzt hier noch zu haben, die dann da rumbaumelt an so einem Gummiteil. Also die hasse ich ja wie die Pest. Und vor allen Dingen würde das wahrscheinlich die komplette Optik zerstören. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir fast schon die liebere Lösung. Lieber ein richtig schickes, sexy Smartphone. Und dann muss ich halt an dieses Ding da denken und wie oft tauscht man jetzt seine SD-Karte aus. Also bei mir passiert es, wenn es nicht gerade beruflich wäre, privat, so gut wie nie, muss ich zugeben. Glaube ich, kann man durchaus mit leben. Der Akku ist natürlich wieder fest verbaut. Das ist bei so einer Bauform, glaube ich, jetzt nicht wirklich überraschend. Hat allerdings 300 mAh mehr als der Vorgänger, also 2600 mAh jetzt. Das heißt, ich bleibe in der Relation zur Displaygröße und das ist ja immer der stärkste Stromverbraucher. Exakt identisch wie beim Vorgänger und da liegt diese Ratio, dieses Verhältnis, wenn ich das vergleiche mit allen Smartphones, die wir in den letzten 12 Monaten hier getestet haben, liegt dieses Verhältnis sogar 4% über dem Durchschnitt, also vergleichsweise viel Akkupower, wenn ich die Displaygröße betrachte, also alles halb so wild und vor allen Dingen sagt HTC das jetzt hier auch durch den neuen Prozessor und die neue Software, also das ist diese Oberfläche Sense 6 nennt sich das und natürlich Android 4.4, wie gesagt, dass sich dadurch 40 oder bis zu 40% längere Laufzeiten ergeben des Akkus. Und wenn das sich tatsächlich in der Praxis bewahrheiten würde, wäre das natürlich ein riesiger Schritt sogar nach vorne. Und außerdem gibt es da noch einen Extreme Power Save Mode, den wollte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz zeigen, wo ich dann sagen kann, so wie ich jetzt zum Beispiel hier am Ende meiner Demo, ich bin jetzt hier bei ganz wenig Energie angelangt, kann ich noch den, das sieht man natürlich, ist jetzt halt noch Beta-Software, das wird dann hoffentlich noch übersetzt. Und wenn ich den aktiviere, dann werden alle Funktionen rundherum abgeschaltet, nur noch die wesentlichsten Funktionen aufrecht erhalten, sodass ich zumindest noch erreichbar bin. Und das glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann noch mindestens 10 Stunden. Das ist zum Beispiel auch so eine Zusatzfunktion, die ja auch nicht schlecht ist. Last but not least, soll jetzt dann auch noch ein Quick-Charge-Mode eingebaut sein. Das heißt, ich kann dann den Akku mit dem entsprechenden Ladegerät, das hier natürlich auch beigelegt wird mit 1,5 Ampere, Quick-Charge betreiben. Das heißt, innerhalb der ersten Stunde sollen 80% der Energie nachgeladen werden. Und das ist ja schon mal das Wichtigste. Erstmal, dass man, wenn man jetzt wenig Zeit hat, nur mal ganz schnell nachladen kann, wie ich jetzt hier beispielsweise, dann hilft das natürlich zu sagen, ich hänge es jetzt nur mal 15 Minuten schnell an die Steckdose und dann kann ich schon wieder weiter. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Nicht zuletzt möchte ich noch dieses kleine Zubehör ganz kurz vorstellen. Das ist nämlich so ein Schutzcover. Da klickt man hier einfach das Gerät rein. Ich schalte es jetzt mal aus und da habe ich folgenden Effekt. Ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. Wenn ich jetzt hier das Gerät zur Hand nehme oder was wische, genau, das wollte ich demonstrieren. Und ich schalte vielleicht einfach mal die Beleuchtung hier kurz aus, dann kann man es, glaube ich, noch etwas besser erkennen. Ja, genau. Da wird nämlich jetzt einfach, ganz einfache Technik hier, durch diese Löcher werden Informationen angezeigt. Und wie man sieht, muss ihn zur Hand nehmen, damit eben beispielsweise jetzt nicht, wenn man es in der Tasche hat oder rausnimmt, versehentlich da irgendwas aktiviert wird, dass ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt einfach nur Statusinformationen haben, beispielsweise Uhrzeit, ist irgendwas neue Informationen oder wenn ein Anrufer eingeht, soll hier auch der Anrufername angezeigt werden und dann kann ich, ohne die Klappe zu öffnen, das Gerät direkt einfach ans Ohr heben und durch die Sensoren erkennt das Gerät und ich kann bei geschlossener Klappe trotzdem mit dem Anrufer telefonieren. Und wie man sieht, ich muss es halt nicht immer komplett öffnen und trotzdem ist es ohne große, dass jetzt hier irgendwie eine Elektronik oder Akku noch oder sonst irgendwas erforderlich wäre, einfach nur ein Stück Plastik. Kostet trotzdem 39 € ohne Vertrag, unverbindliche Preisempfehlung, das nennt sich DotView Cover, sollen ab Mitte April auch verfügbar sein. Ja, und das ist natürlich das entscheidende Stichwort. Ab wann kann man denn jetzt das neue One kaufen? Und da gibt es eine gute Nachricht. Moment, so, da wollte ich hin. Da gibt es jetzt eine gute Nachricht, denn ab 4. April gibt es bereits das neue One im Handel. Kostet genauso viel wie das HTC One, das erste, das M7 zuvor, nämlich 679 € ohne Vertrag. Das wird daraufhin bestimmt jetzt billiger werden, aber wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dadurch besser, dass ich ja hier deutlich mehr Technik bekomme für selbe Geld. Also 679 € ab 4. April in Deutschland. Und noch ganz zum Schluss gibt es eine kleine Überraschung als Sahnehäubchen. Das Ding, das neue, ist auch noch Spritzwasser geschützt. Also nicht wie jetzt bei einigen Active-Modellen, dass ich das irgendwie für eine halbe Stunde bei 1 Meter Wassertiefe untertauchen kann. Aber jetzt, was weiß ich, Regen oder was auch immer, ein bisschen im Badezimmer, so Spritzwasser, wie gesagt, soll ihm nichts ausmachen. Und das ist auch nochmal, glaube ich, eine kleine Überraschung zum Schluss. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit.